Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuesten Video. Und zwar habe ich einen ganz mini kleinen Haul. Ich habe 2 Pullover gekauft und ein paar andere coole Sachen, finde ich. Und deswegen mag ich eigentlich das Video, weil nur wegen den 2 Pullovern hätte ich keins gemacht. Aber ich habe eben auch ein paar andere coole Sachen gekauft. Für mich halt cool. Ich hoffe, ihr findet es auch cool. Und zwar war ich letztens wieder in der SCS und da bin ich zu Primark gegangen. Also ich bin da halt nicht so oft und da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Zwar jetzt nicht beim Quant, weil da habe ich mir nicht wirklich irgendwas gefunden, was mir so gefallen hat. Bis auf den Pulli da. Der schaut jetzt extrem aus in der Kamera, aber so heftig ist er gar nicht. Der ist aber jetzt eigentlich normalerweise nicht so meine Farbe. Aber der ist so verdammt weich und kuschelig, deswegen ich habe den unbedingt gebraucht. Der ist vorn etwas kürzer als hinten. Der geht jetzt auch über den Arsch, was ich eigentlich ganz gern mag. Und der hat kostet 11 Euro. Und der ist wirklich voll kuschelig. Echt schön. Und der flankelt aber, glaube ich, ab. Also den wasche ich dann extra mit einem anderen Pulli, der flankelt. Und zwar mit dem. Aber es hat mich eben nicht aufgehalten, dass ich den kaufe. Ich hoffe halt nur, die Farbe steht mal. Ich denke schon. Und der Primark hat auf jeden Fall sehr seinen Beauty- und Make-up-Bereich aufgestockt. Und da habe ich natürlich gleich zuschlagen müssen. Ich habe mir eine Gesichtsmaske gekauft. Ich weiß, ich habe eh so wenig, aber egal. Und zwar ist es eine Clay Face Mask. Die hat 4 Euro gekostet. Die schaut irgendwie aus wie Schlamm. Also die ist halt wirklich so grau. Und ich bin schon gespannt, wie die ist. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage mal ausprobieren. Dann habe ich ein bisschen in der Make-up-Abteilung gestöbert. Ich habe mir noch nie von Primark irgendein Make-up oder sonstiges gekauft. Auch jetzt keine anderen Beauty-Sachen oder so. Die Maske ist auch mein erstes Teil. Ich habe nur irgendwann einmal, es ist schon Jahre her, ein Körperpeeling habe ich da mal gehabt. Aber das war extrem rau. Das habe ich euch immer im aufgebrauchten Video gezeigt. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich probiere einfach mal ein paar Schminksachen aus. Und habe mir deswegen auch ein bisschen was gekauft. Und zwar zum einen die Mascara da. Was ich aber gleich dazu sagen muss, die Sachen waren teilweise urgründig. Die waren schmutzig, die waren offen. Also wirklich schwer was zum Finden, was noch keiner aufgerissen und angrabbelt hat. Das war alles total dreckig und viele Puder zum Beispiel auch kaputt. Und die Sachen sind auch gar nicht so günstig, muss ich jetzt sagen. Also die sind teilweise echt preisig gewesen, wo ich mir gedacht habe, Puderabbeuter, da ist Maybelline ein Scheißdreck dagegen. Ein paar Sachen habe ich aber trotzdem gekauft, was eben vom Preis her nicht gar so teuer war. Ich würde sagen, das ist so Mittelklasse bis günstig. Also ich habe auch ein paar günstigere Sachen dabei. Also ich habe jetzt zum Beispiel beim Primark nicht so teure Sachen erwartet. Da hat es zum Beispiel einen Highlighter gegeben, der hat 7 Euro gekostet. Das ist schon viel für Primark, finde ich, aber ja. Ich wollte eigentlich Dinge für mein ganzes Gesicht kaufen, aber ich habe viele Sachen auch nicht gefunden, beziehungsweise einfach nicht mitnehmen können, weil die eben entweder war alles kaputt, was dort war, oder es war schon angegriffen von Fremden und ja. Ich habe mir, wie gesagt, echt schwer dann da irgendwas zu finden, was wirklich komplett zu war noch. Ich zeige euch mal die Sachen, was ich mir dann gegönnt habe. Und zwar einmal eine Mascara. Und zwar ist das eine wasserfeste. Das war von so einer Workout Sektion, da hat es quasi eigenes Workout-Make-up gegeben, was halt wasserfest ist, also Foundation und so weiter gegeben. Und das ist eben ein Teil davon. Das ist eine schwarze Mascara und die hat 3 Euro gekostet. Das nächste, was ich dann von der Schminksektion gekauft habe, ist ein Puder. Und zwar heißt das Puder Paparazzi. Das ist ein transparentes Puder, was diese Aufhellung bei Blitzen vermindern soll. Es hat so einen leichten Blaustich, wenn man das sehen kann. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Das muss ich ausprobieren, aber das war auch eins von den günstigeren Puder. Das hat 3,50 gekostet, was also auch schon irgendwie viel ist für ein Puder. Aber ich weiß nicht. Und das ist von der Verpackung her, das ist total abgeratzt und so. Also das ist echt nicht so leibend. Ich habe mir eben wirklich sehr schwer, dann da irgendwas Schönes zu finden. Da sind 11 Gramm drin, ist eigentlich ganz so normale Pudergröße, wie auch von Catrice oder Essence zum Beispiel. Und ich bin gespannt, ob das wirklich was bringt, dass es das Licht nicht so reflektiert, wenn man mit Blitz fotografiert. Dann habe ich einen Concealer gekauft und zwar ist es der My Perfect Color Liquid Concealer. Ich habe da die Farbe Cool Sand. Ich habe keine Ahnung, was für ein Applikator das ist, aber ich nehme mal an, ein ganz normaler wie auch bei einem Liquid Lipstick. Und ja, die Farbe, glaube ich, passt ganz gut. Ich habe das jetzt nicht wirklich ausprobieren können, beziehungsweise wollte ich auch gar nicht, weil das war alles so Aber ich denke, ich habe das ganz gut getroffen mit der Farbe. Ich bin schon gespannt, wie der deckt. Der hat 3 Euro gekostet. Da sind 7,8 ml drin, das ist ganz normal für so einen Concealer, denke ich mal. Also der soll eine mittlere Deckkraft haben und da ist Vitamin E und Aloe Vera drin, steht da noch oben. Was ich eigentlich ganz cool finde, wenn das wirklich stimmt. Dann habe ich My Perfect Nude Nourishing Lip Gloss, wenn man das so ausspricht, kein Plan. Da steht, dass es eine intensive Farbe ist und das Ganze ist mit Shea Butter und Vitamin E. Die Farbe heißt Caramel Kiss. Finde ich eigentlich ganz schön, ich finde die ähnelt Velvet Teddy von MAC sehr, was ich jetzt oben habe.
Darum haben wir die auch ausgesucht. Die ganzen Liquid Lipsticks waren eigentlich schon alle verschlossen. Also es war trotzdem ein Chaos, aber da war es noch am besten, finde ich. Dann habe ich da einen Eyeliner. Und zwar einen Liquid Eyeliner in der Farbe Ultra Black. Der hat kostet 1,50. Ich bin schon auf die Spitze gespannt, weil der ist wirklich komplett verschweißt. Also den kann man nicht aufmachen, ohne dass man es merkt. Ja, 1,50 finde ich zum Beispiel für den Eyeliner total okay. Bin schon gespannt, wie der ist. Zu guter Letzt habe ich dann noch die My Perfect Color Foundation mal geholt. Und zwar ist die Farbe Nude. Die ist auch in einer mittleren Deckkraft, genauso wie der Concealer. Und zwar ist das ein Semi-Matt-Finish, also kein komplett mattes Finish, was auch interessant ist, weil ich habe bis jetzt eigentlich immer nur matte Foundations gehabt. Und da ist auch Vitamin E drinnen. Da sind 35ml drin und kostet 3 Euro, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Da hat es aber auf jeden Fall auch noch teurere Foundations gegeben. Ich habe mich jetzt aber für die entschieden, weil wieso nicht, außerdem war das noch eine von denen, was zu ist. Und das war schon mal viel wert, dass ich eine gefunden habe, die wirklich unbenutzt ist. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie sich die so anfühlt, ob man die merkt, weil die schaut schon ein bisschen dicker aus. Wenn ihr Lust habt, dass ihr seht, wie ich das Ganze teste, Daumen nach oben einfach geben, dann sehe ich das sofort und weiß Bescheid. Oder schreibt es mir einfach in die Kommentare. Oder schreibt es mir auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder Snapchat. Das ist alles übrigens unten in der Infobox verlinkt. Ja, das waren mal die ersten coolen Sachen, finde ich, was ich gekauft habe. Dann war ich bei My Fashion Club. Das ist auch immer so ein Laden, wo ich jedes Mal hingehe, wenn man in der SCS ist. Und zwar habe ich mir da den Bulli gekauft. Da haben mir die Farben so gut gefallen. Ich meine, ich hätte es natürlich eine Spur schöner gefunden, wenn es so einen Überlauf gehabt hätte, aber man kann nicht alles haben. Das ist so ein Strickbulli, der ist extrem warm, weil ich habe den nämlich anprobiert und bin gleich austrieben vor lauter warm. Der hat kostet 17,99 €, aber ich finde die Farbe ist mega schön da oben, die. Und ich finde das ist ganz cool, der ist voll chillig und kuschelig, also jetzt ist auch die Zeit, wo man das Ganze braucht, deswegen hat er mit müssen. Dann war es ein bisschen unspektakuläres, was aber irgendwie trotzdem cool ist, weil ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Okay, da steht auch drauf, es ist neu. Drum habe ich es noch nie gesehen. Ich habe davon Odol mit drei eine Zahnpasta. Ist ja nicht so, dass ich schon 5 Millionen Zahnpasta daheim habe, was ich noch benutzen muss. Aber das ist eine Extreme Clean Tiefenreinigungszahnpasta. Und zwar 5-mal kleinere Mikrokristalls steht da, die was bis tief in die Zahnzwischenräume gehen. Doppelte Reinigungsleistung an schwer erreichbaren Stellen. Eigentlich, die Verpackung ist natürlich auch cool, nur so nebenbei bemerkt, aber das klingt interessant, deswegen habe ich das einpackt. Da weiß ich aber leider nicht mehr, wie viel die kostet hat. Ich schätze so zwischen 2 und 3 Euro. Sowas um den Dreh wahrscheinlich. Dann machen wir mit coolen Sachen weiter. Ich habe mal vor ungefähr 1,5 Jahren sowas mal bei Americandy amerikanische Süßigkeiten bestellt. Und genau dieses Geschäft gibt es jetzt auch in der SCS, was ich persönlich mega cool finde. Da habe ich gleich einkaufen müssen. Da habe ich nämlich einmal die Cheetos gekauft. Und zwar sind das die mit Käse. Die habe ich schon mal bestellt gehabt. Und zwar sind die so extrem geil. Also warum gibt es sie bei uns nicht? Warum? Die sind wirklich so gut. In die kann man sich wirklich eingraben, aber das Böse ist, bei denen kann man nicht aufhören. So wie bei Chips auch und bei Snips und dem ganzen Schaß, aber die sind echt geil. Die waren aber relativ teuer. Die haben kostet 5,49 €. Aber ich muss dazu sagen, die sind nicht so leer wie bei uns, die Chips. Die gehen bis daher. Und wenn wir in Österreich einen Chipsbackerl kaufen, ist es bis daher gefüllt. Ungefähr. Also finde ich das dann auch im Endeffekt nicht so schlimm und die müssen das ja auch importieren und das Ganze. Also deswegen kann ich das schon verstehen, dass das ein bisschen teurer dann ist. Ja, die Werte davon darf man sich natürlich nicht durchlesen, aber es muss halt sein. Hin und wieder darf man sich schon mal sowas kaufen. Man muss nicht auf einmal Zahn fressen. Kann man natürlich, muss man nicht. Sollte ich auch nicht. Dann habe ich mal was gekauft, was ich noch nicht probiert habe. Und zwar sind das Rainbow Nerds. Das sind einfach so kleine bunte Kugel und ich weiß gar nicht, was das genau ist. Also ob das eher so wie, also ob das eher hart oder weich ist, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, keine Ahnung. Es klingt auf jeden Fall hart, wenn man es so schüttelt. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist es auch wie Kaugummi von der Konsistenz. Ich habe keinen Plan. Da darf man sich auch nicht die Werte anschauen. Die bestehen quasi nur aus Zucker. Aber warum nicht? Zum Kosten ist das jetzt mal ganz lustig. Die haben kostet 1,98 €, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es hat dann auch noch so eine kleine Packung gegeben, wo zwei Sorten drinnen waren, also so Himbeer und Blaubeer oder irgend sowas halt. Die haben genauso viel gekostet, da habe ich mir gedacht, ich nehme lieber die große, um den gleichen Preis, habe ich mehr davon. Zu guter Letzt habe ich mir noch zwei Getränke gekauft, und zwar einmal so eine Limonade, und zwar von Bar, und zwar American Cream Soda. Ja, das klingt interessant. Und das Coole dran ist, die haben nicht mal wirklich Zucker drinnen. Also verhältnismäßig für so eine Limonade ziemlich wenig Zucker. Es steht auch Full on Flavor, Low on Sugar. Und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich stelle mir das total pik süß vor.
aber irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Wenn ihr wollt, dass das Ganze kostet, vor der Kamera natürlich, dann schreibt mir das doch bitte auch in die Kommentare. Ich würde es auf jeden Fall gerne kosten, aber noch hebe ich es mal auf, bis ihr das eventuell vielleicht sehen wollt. Vielleicht kaufe ich dann auch noch mehr ein, aber ich würde es auf jeden Fall gerne vor der Kamera machen, das ist sehr cool. Das war auch überhaupt nicht teuer, das kostet 98 Cent, also... Ich glaube, da kostet sogar Cola bei uns mehr. Ich habe keinen Plan. Ich trinke nicht kein Cola, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und das letzte, was ich gekauft habe, wo ich eigentlich total gespannt drauf bin, wie das dann wirklich schmeckt, Root Beer. Ich habe keine Ahnung wirklich, was da drinnen ist, aber man kennt halt so von den Filmen und so und ich weiß nicht, da will man das schon auch irgendwie kosten. Und da steht auch, das ist mit Vanille. Also vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, wie es klingt. Keine Ahnung. Und dafür, dass das Ganze auch importiert ist, hat das jetzt zum Beispiel auch nicht gar so viel kostet. 1,49 nämlich. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Muss ja bedenken, die ganzen Sachen kriegt man bei uns nicht. Und das war dann auch schon das letzte Teil. Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, ob ihr wollt, dass das Ganze vor der Kamera teste. Dann hebe ich mir das noch auf und bestelle auch noch mehr. Mach quasi so einen Taste-Test. Weil wir haben auch einen Online-Shop. Ich kann das Ganze mal unten in die Infobox verlinken, für alle, die es interessiert. Und ich glaube auch im Online-Shop haben es viel mehr als im Geschäftel. Das passt alles gar nicht rein. Also vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ich würde es auf jeden Fall cool finden. Außerdem esse ich gerne, also das passt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es nur so kurz war und unspektakulär. Spektakulär vielleicht für den einen oder für den anderen. Ich habe die Schminke auf jeden Fall cool gefunden und die ganzen Süßigkeiten aus Amerika. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf meinen Social Media Seiten, sind unten in der Infobox verlinkt oder jetzt am Ende noch in der Endcard. Und ansonsten sehen wir uns in alter Fische im neuen Video nächste Woche. Tschüss!